Fromknaben. Kurz vor der Kommunion. Kommunion. Genau. So, sind wir bereit? Ja, jetzt geht's los. Mensch, Mike, machen wir noch eine Folge? Ja, eine machen wir noch, ne? Die fünfte. Die fünfte. Ach, die fünfte schon. Ja, es ist schon die fünfte. Wir sind ja schon alte Hasen, Jubiläum. Also ich meine, wir können ja eine ganze Flasche Shampoos aufmachen. Genau. Also About Schmidt Show, Folge 5 mit Neu. Und Antrag, heute mal umgekehrt. Heute mal umgekehrt. Neu und Antrag, ganz neu, ne? Ja. Ja, Wahnsinn. Ich bin sehr, sehr motiviert. Wir trinken natürlich heute aus der Region, wo wir manchmal sind. Ja. Karlsberg. Ein helles. Karlsberg. Für die Nicht-Saarländer, hier gibt es Karlsberg mit K. Und na Moment. Der Bezug zur, es geht ja noch, wir sind das letzte Mal nicht fertig geworden mit der komplett Analyse und darüber zu erzählen über die erste Folge, die erste Show der Harald Schmidt Show am 5. Dezember 1995. Und wir trinken ein vollmundiges Helles. Ja? Und Harald Schmidt ist ja so ein, ist ja vollmundig. Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch ein alter weißer Mann, also hell. Ne? Ja. Also passt das perfekt. Du hast auch das erste Mal. Ja, ich hab's geschafft. Einen. Ja, wie heißt denn? Kapselheber. Flaschenöffner. Kapselheber? Ja, heißt eigentlich, offiziell heißt Kapselheber. Jetzt ehrlich? Ja, tatsächlich. Wirklich? Ja. Ehrlich? Ja, aber egal. Heb doch mal die Kapsel. Los. Ich heb meine Kapsel, heb ich schon mal. Ich habe übrigens heute erstmals, weil wir ja nicht wissen, wie weit wir heute kommen, weil so die Folgen werden jetzt nicht mehr so rein thematisch sein, sondern eben auch überlappend. Wenn wir jetzt mit dem Thema erste Show fertig sind, machen wir das nächste Thema. Würde man euch verraten? Nein. Und dementsprechend, und dann zeichnen wir heute sogar noch eine zweite Folge auf, das interessiert euch alles nicht, aber egal. Deswegen habe ich hier eine ganze Getränkebox mit sehr vielen Bieren dabei, ja. Ja. Ich weiß, du musst morgen arbeiten, aber Prost. Ja, das schaffen wir. Erste Folge Harald Schmidt Show, ganz klar, eine totale, also dass wir nicht verklagt wurden, ist alles eine totale Kopie der amerikanischen Late Nights. Das war übrigens auch eine Ansage, dass ich, Ansage von Fred Kogel, dem Sat.1-Senderchef, und auch ein Grund dafür, dass ich überhaupt Redakteur dieser Show geworden bin. Also die Ansage war, man muss sich schon wie sozusagen in einem Seminar an der Uni vorbereiten auf die Show. Also es gab damals irgendwie ein aktuelles Buch, Late Show, und das ging halt eben über die amerikanischen Late Night Shows, wie da die Entwicklung war von, sag ich mal, Anfang der 80er Jahre bis Anfang der 90er. Und das habe ich auf Englisch mir reingehauen, ja, habe irgendwie so weit wie möglich alle Letterman Shows, die ich sehen konnte, gesehen. Die konnte man damals noch über Kanal 1 oder so empfangen. Und also das war schon klar, das ist das Vorbild. Ja. Also von der blauen Tasse. Wie lange gab es überhaupt die blaue Tasse? Zwei Shows lang. Ja, zwei Shows nur. Ja, weil also er hatte ja tatsächlich, also das ist einfach so ein Klassiker gewesen, zumindest damals in den amerikanischen Late-Night-Shows, dass immer so eine Kaffeetasse war, was ja auch so ein bisschen Quatsch ist. Wer trinkt da um Viertel nach elf Kaffee? Kein Mensch, ne? Man trinkt dann natürlich wie wir Bier oder Schnaps oder keine Ahnung. Aber war auch wirklich Kaffee drin? Nein, natürlich nicht. Nee. Nein, keine Ahnung, was da drin war. Also was in Amerika drin war. Nein, bei euch natürlich. Ne? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht. Aber das war, also nachdem muss man ja sagen, die Kritiken, es war ja ein riesen Bohai. Du kamst ja an dieser Show Ende 95 nicht vorbei. Ja? Also das war irgendwie jede Zeitung, jede Zeitschrift, Plakate, keine Ahnung was. Ja, jetzt die erste Harald Schmidt Show, die Revolution der deutschen Fernsehlandschaft. Und danach war A, die Quote ziemlich scheiße, also weit unter den Erwartungen, und B, waren die Kritiken so vernichtend, ja, also quasi, also da, ja, Atombomben vernichten sozusagen. So, und da, das ging natürlich an den Beteiligten nicht spurlos vorbei. Das wollte ich gerade fragen.
Nein, natürlich nicht. Also für die ganzen Mitarbeiter war das noch monatelang quasi jede Show und jedes danach, das haben wir noch danach gemacht, so das Aftershow-Bier. Also ich sag mal, also in den Jahren danach, wo ich dann noch Sidekick war, da hat man nicht nach jeder Show ein Bier getrunken. Also hat man sozusagen umgekehrt, man hat nach keiner Show ein Bier getrunken. Ja, ja, aber während der Show. Ja, nur 2002 zwischendurch. Ja. Anderes Thema, kommen wir später noch drauf. Ja. Aber das war ganz klar, das war Job. Dann ist der Job irgendwann vorbei. Man ist in einem Industriegelände in Köln-Mülheim und fährt danach nach Hause. So. Und damals war das halt, ja, Kapitol, große Welt, haben wir das letzte Mal drüber geredet. Oh, diese glitzernde Megalandschaft, also quasi der Ersatz Broadway von Köln. Und danach ist man noch einen trinken gegangen. Es hatte ja extra dieses, es gab dann noch einen Club, einen Capitol Club. Da hatten die eine Bar aufgemacht am Kino, wo dann eben auch Leute, die nicht vom Team waren oder nicht Zuschauer in der jeweiligen Show waren, konnten da bis nachts um 3, 4, keine Ahnung was, saufen. Und dann ist dann das halbe Team dahin gegangen. Also ich war junger Familienvater, ich habe es nicht gemacht. Aber das hat natürlich auch so ein bisschen auf die Kondition gedrückt am nächsten Tag. Ja, das denke ich. Ne? Je nachdem, wie lang es dann ging. Ja, eben. Also ich erinnere mich an einen Abend, da hat Harald Schmidt sehr lange noch mit Nadja Auermann, also damals sehr attraktives Model, da getagt und am nächsten Morgen musste viel gepudert werden. Sagen wir so. aber... Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Nein, die blaue Tasse, genau. Es hagelte also an Kritik und dann hieß es so, nee, die blaue Tasse muss weg. Also zu viel Letterman-Kopie geht auch nicht. Und dann war die blaue Tasse plötzlich weg. Frag mich doch mal, wo ich während der Show war. Das wollte ich ja. Sorry, ich war dir immer ins Wort. Wo warst du denn während der ersten Show? Also, man muss dazu sagen, ich habe ja schon erzählt beim letzten Mal, es gab so Probeshows, ne? Da war ich auch mal fleißig dabei. Ich glaube, im Nachhinein sehr guter Kniff von mir war, dass ich mich gerade in der Anfangszeit dieser Show total zurückgehalten habe. Aber du warst bei der ersten Show schon mit dabei quasi. Ich war mit dabei, ich war auch bei den Vorbesprechungen schon im August, September, Oktober, als es dann heiß wurde, Ende November war ich immer dabei. Als eben Sat.1-Redakteur beim Produzenten Brainpool. Und hab aber da nicht viel gesagt. Mhm. Wurde mir auch, also im Prinzip habe ich da Befehle erhalten von der Produktionsgesellschaft, was eigentlich gar nicht ging. Also der Chefautor und der Redaktionsleiter sagten, pass mal auf. Wir sind hier totale Checker. Wir haben die Thomas Koschwitz Show gemacht. Die total geile und mega tolle Thomas Koschwitz Show. Und wir wissen, wie Witze gehen und lassen uns von dir nicht reinreden. Mhm. Und ich so, ja, ich habe ja bisher auch nur Game Show gemacht. Das Ganze und Familienduell. Ja, dann warst du, wie alt warst du da? Oder? Genau, ich war 29, ne? Also ich meine. Und der Helmut, jetzt sage ich schon wieder Helmut Schmidt. Ja, irgendwie ist der Helmut Schmidt. Helmut Zerlett, wahrscheinlich wegen Helmut Zerlett. Ja, das kann natürlich sein. Ja, dieses Doppelhaar, ne? Das ist natürlich sein. Und Harald Schmidt, wie alt war der da? 37. Wahnsinn, ne? Also, das ist wirklich verrückt, ne? Das ist damals bin ich mir alt vorgekommen und er erst recht. Er hat ja immer auch gesagt, dass er sich. Schon als Anfang 20-Jähriger immer wie Mitte 60 gefühlt hat. Ja, das kenne ich, das habe ich heute auch schon. Ne? Ich stehe morgens auf und denke, ehrlich? Ja, wie 70, ne? Ja, aber du bist, naja, jetzt übertreibt man nicht, aber du bist auch schon Mitte 40, ne? Ich bin schon Ende 40. Ja, das ist ja auch schon scheiß alt. Das ist stimmt. Also quasi 10 Jahre älter als Harald damals. Und ich war wirklich ein Jungspund. Also 65 geboren bin ich und dann eben 95 knapp. Nee, aber obwohl, da, genau, also. Als die erste Folge war ich dann tatsächlich schon 30. Bei den Anfängen war ich dann 29. Und also während der Show habe ich. Hast du eigentlich die Heizung angemacht? Nee, was ist warm, ne? Ich habe extra noch warm. Durchgelüftet eben. Ja, scheiß warm. Aber egal, ich ziehe das jetzt durch erst.
Bei der nächsten Folge. Ja, ich vielleicht ziehst du ein T-Shirt an. Ja, ja, ist nicht schlecht. Du bist ja, ja, ich bin immer, ja, du bist ja auch so mehr so der sportliche Typ. Ja, klar, auch Baseballtrainer. Genau. Also und während der Show, das war, also ich hätte genauso gut zu Hause bleiben können. Okay. Ich habe ja schon bei der letzten Folge erzählt, das war also tatsächlich live bei der ersten Folge. Und ich habe da in einem Konferenzzimmer 4 Stockwerke über dem Kinosaal gesessen. Und hab so mit anderen Sat.1-Verantwortlichen das auf einen Monitor geguckt. Mhm. So, also ohne die geringste Möglichkeit. Also das war deine Aufgabe, einfach mal zugucken. Einfach mal dabei sein. Ja, okay. Meine Aufgabe war, keine Ahnung, ich hätte auch zu Hause bleiben können. Das, da, das ist ja so, das ist ja tatsächlich auch im Fernsehen gelaufen. Ja. Live. Ich weiß nicht, wie heute noch die erste Quote war 1,96 Millionen. Danach hätten wir uns darüber gefreut. Aber für das ganze Bohai war es ein bisschen enttäuschend. Ja, und RTL hatte viel mehr an dem Abend. Auf jeden Fall hat Harald irgendwann gesagt, also in den ersten Wochen und Monaten, das wollte ich noch erzählen, genau. Also es war so ein Tanz auf dem Vulkan in den ersten Wochen. Also jeder im Team dachte, morgen ist Schluss, die Show wird abgesetzt. Ja. Scheißquoten, das ging ja dann runter. Das war ja nur die Eröffnungsshow. Es war ganz, ganz schnell das erste Mal unter 1 Million. Also die Produzenten hatten sich vorgestellt, zwischen 2,5 und 3 Millionen Minimum jeden Abend. 2,5 bis 3 Millionen. Völlig utopisch. Und dann ging das ganz schnell unter die Million. Und wirklich, also Harald hat irgendwann an der Anfangszeit einen schönen Spruch gesagt, wenn irgendwas Negatives in der Zeitung berichtet wird, ja, also Tomatenpreise hoch wie nie, keine Ahnung, das Wetter, scheiße, immer so Tomatenpreise wie Harald Schmidt Show, ja, Wetter ist wie Harald Schmidt Show, also es war eigentlich das Synonym für Scheiße. Ne? So. Und das war so die Anfangszeit und ja, ich hatte nichts zu sagen, wunderbar. Was ich noch erzählen wollte, wer sich jetzt bei YouTube die erste Show anschaut, sieht im Gegensatz zu späteren Shows, auch zu, also auch Wochen später wurde das noch geändert, sieht wahnsinnig viele Zuschauerschnitte. Ja. Also du hast immer wieder Publikum, das, ah, der Beweis, die finden es lustig, die lachen und klatschen. Stimmt. Mir ist auch nicht so aufgefallen, aber jetzt wo du es sagst, stimmt. Ja, also... Später hat man dann, wir haben ja tolle Zuschaueraktionen gemacht, werden wir auch noch drüber sprechen, aber das jetzt so, keine Ahnung, wie bei ganz schlimmen WM-Fußballspielen, dass dann irgendwie die lustigsten, ja, verkleidetsten Zuschauer rausgenommen werden und eingeblendet werden, das haben wir ja ganz, ganz schnell überhaupt nicht mehr gemacht, aber in der ersten Show war das so und das war wirklich wie so eine Zeitreise, weil beide mittlerweile gestorben, da sehe ich dann plötzlich Else Kling, ja, Annemarie Wendel, Lindenstraße. Kennst du das überhaupt noch? Lindenstraße kenne ich noch, ja. Hast du geguckt? Nee, nie geguckt. Echt nicht? Nee, habe ich nie geguckt. Aber ich, ja, wahrscheinlich liegt das daran, dass es in Köln produziert. Das spielt ja eigentlich in München, aber ich habe es am Anfang, also in den ersten 2 Jahren, fanatisch geguckt. Nee, einmal die Woche. Nicht eine Folge. Ehrlich? Nee. Wahnsinn. Gut, und da hat halt so die ein bisschen verschrobene, ältere Münchner Dame, hat Annemarie Wendel gespielt, gestorben 2006 und die hat die Else Kling geschickt, gespielt. Ja, und die saß da im Publikum. Was macht Else Kling bei uns im Publikum? Ja? dann natürlich Erika Berger, die damals so die Sexqueen war, ja, im Deutschen. Hast du die geguckt? Ja, natürlich. Ja, was denn jetzt? Nee, ja, die habe ich gesehen. Nee, ab und zu habe ich die mal gesehen, aber ich habe jetzt, hab die jetzt nicht. Dann sag mal ein paar Themen. Ich habe jetzt. Wie hat die denn noch geheißen? Ja, sag mal jetzt. Keine Ahnung, wie hieß sie noch? Eine Chance für die Liebe. Nee, hieß sie so? Alles für die Liebe. Nein, das war alles anders. Irgendwie so. Lass uns mal kurz in einen Gag reinhören von der ersten Show. Dann, während das läuft, ja, Mensch, Erika Berger, das googeln wir mal. Und, meine Damen und Herren, zum Schluss, wir bleiben beim Thema aktuelle Horrormeldung aus der Moskauer U-Bahn. Monsterratten unter Atommüll entdeckt. 80 cm große
Ratten, die angeblich in der Nähe einer Atommüllkippe dort leben und nur wenige Meter entfernt das Trainingszentrum der russischen Diskuswerferinnen. Diesen Brüller, wir haben den, das Gelächter nicht weggeschnitten, sondern es gab keins. Nee. Ja, das ist aber auch dann sowas Typisches für die erste Show. Also wenn man sich das so alles anguckt, es ist echt nichts von Harald selber. Mhm. Ja, also es ist alles geschrieben von den Autoren. Und da war er quasi ausgeliefert. Ne? Also mal, ja. Das ist ja auch nicht so, dass es nur schlechte Gags waren. Ralf Husmann, der alte Chefautor, hat mal gesagt, also als dann so die im Feuilleton alles bejubelt wurde mit Antrag und Schmidt, mega toll alles, hat er gesagt, also heute ist nicht alles so toll, wie geschrieben wird, und früher war nicht alles so schlecht, wie es geschrieben wird. Und da habe ich, glaube ich, schon recht. Also auch die erste Show hat so ihre Momente. Man muss sie halt einfach mal 12, 13 Mal gucken. Dann ja, für mich. Entwickelt sich genau. Entwickelt sich so der Charme dieser Show. Ne? Wir haben noch nachzutragen, Erika Berger. Ja, genau. Der Mann hat mich eben kurz gegoogelt, als dieser Ausschnitt gelaufen ist, und tatsächlich eine Chance für die Liebe. Ne? So war es. Aber ich hätte noch eine Frage, und zwar, wie ist es eigentlich so bei einer neuen Show mit dem Publikum? Wie füllt man den Saal? Also wenn jetzt zu mir heute jemand sagt, morgen ist hier eine neue Show am Start, weiß ich nicht, ob ich da jetzt unbedingt hingehen würde. Naja, aber wenn das, keine Ahnung, wen findest du toll im Fernsehen oder überhaupt? Als ja, ich schaue selten Fernsehen. Wen finde ich toll? Ja, irgendwas, sag mir irgendeinen Menschen, Sänger. Finde ich habe Kerkeling. Sehen Sie mal. So, jetzt stell dir mal vor, auf seine alten Tage sagt jetzt ProSieben. Mhm. Wir machen jetzt eine Harpe Kerkeling-Show, und die ist wie damals die guten alten Wetten, Dasse in unterschiedlichen deutschen Städten, in großen Hallen, bla bla bla. Und in Saarbrücken, unweit von dir, tritt Harpe Kerkeling auf. Würdest du eine Karte kaufen oder nicht? Ja, dann ja. So habe ich es natürlich nicht gesehen. Ich hatte ja früher gewartet, zu Harald Schmidt irgendwie keinen Bezug. Aha. Da hängt es. Weil du bist ja mal ein Antrag-Fan. Dahin, genau. Du bist ja ein Antrag-Fan. Das darf man ja nochmal in aller Bescheidenheit sagen. Ja, ich wollte es auch erst nicht glauben. Ich wollte wirklich nicht glauben. Wie kommt ein amerikanischer Baseballtrainer dazu, mal ein Antrag-Fan zu sein? Ja, gut, aber du meinst es ernst, ne? Ja, absolut. Ja, gut, wir werden das noch in unserer Therapiesitzung rauskriegen. Warum? Ja, sozusagen Coach hier. Ich wollte aber noch sagen, ja, wie haben wir das Erfolg gekriegt? Das war eben damals überhaupt kein Problem. Also die Leute haben Schlange gestanden, wirklich. Das war jetzt auch nicht eine 7000er-Halle, sondern, keine Ahnung, wie viele reingepasst haben, 250, 300 Leute. So, und das war überhaupt kein Problem, dass da die Leute, das hat auch kein Geld gekostet. Also, ne? Okay. Also das war ja jetzt nicht irgendwie Karte 25 Euro, auch später nicht. Du musst dich halt nur anmelden. Da hat man dann mit einem gewissen Schwund gerechnet. Das heißt, wenn man hat dann eher 110-120% gebucht und dann den Leuten, die zu spät kamen, gesagt haben, ihr kommt leider zu spät. Mhm. Aber dass man da jetzt irgendwie nicht viele, viele leere Sitzreihen hatte, aber das war, also solange ich mich erinnern kann, überhaupt gar kein Problem. So viel zur ersten Show. Also wir decken jetzt mal den Mantel des Schweigens über diese großartig misslungene Schalte nach wo immer mit Thomas Gottschalk, der keine einzige Frage verstanden hat, und mit Pierre Brosnan, der auch keine einzige Frage von Thomas Gottschalk verstanden hat. Und das war nochmal so eine Show in der Show. Grandios gescheitert. So, und jetzt machen wir einfach, also wir machen jetzt einen Cut mitten in der Folge. Bam! Neues Thema. Und das neue Thema hat die Überschrift, Zitat, ich muss das wirklich dazu sagen, Zitat, Anführungszeichen, ich finde, was Böhmermann tut, abscheulich. Zitat Ende. Und es soll jetzt um die Sidekicks gehen. Ja, genau. Da waren ein paar. Da waren ein paar, und zwar auch streng genommen vor mir. Beziehungsweise könnte man diskutieren, ob es vor mir Sidekicks gab oder nicht. Was ist das, ein Sidekick? Ja, ein Sidekick, was ist ein Sidekick? Ein Sidekick ist quasi... Du bist mein Sidekick. Ich bin ein Sidekick. Ja. Ein Sidekick ist quasi, ja, man kann sagen, eine Nebenrolle, ne? Ja, oder der Stichwortgeber heißt es oft, der Nebensitzer...
Du weißt, das finde ich auch. Ein Verbündeter quasi. Ja, ganz, ganz wichtig. Kein Gegner. Ganz wichtig. Aber einfach einer, der an der Seite sitzt, aber eben nicht die Hauptperson ist. Genau. Ja. Und das, als ich dann selber Sidekick wurde, wusste ich natürlich noch gar nicht, dass es diesen Begriff Sidekick gab. Aber dann habe ich mich damit beschäftigt und das großartigste Sidekick-Paar, was auch, glaube ich, die meisten Menschen eher als gleichberechtigt empfinden, waren Stan Laurel und Oliver Hardy. Mhm. Hier in Deutschland unter den sehr intelligenten Namen Dick und Doof bekannt. Ja. Und man hat ja so diesen Oliver Hardy eher so als dominante Persönlichkeit in dieser, zumindest auf der Leinwand, Zweierbeziehung im Kopf. Ja, Hände in den Hüften, ja. Ne? Mal schön ins Auge gepiekst. Ja, geht alles heute nicht mehr. Ne? Also körperliche Gewalt und unfassbar. Ja. Aber Tatsache war, Stan Laurel war der Kopf. Der hat alle die Sketche oder die Filme geschrieben und hat Oliver Hardy gecastet. Also er brauchte, Stan Laurel war der Chef, hat halt immer doof getan, ne, mit diesem großartigen Gekratze oben auf dem Kopf. Ich weiß auch nicht weiter. Ne? Und Oliver Hardy war dann eben der Sidekick von Stan Laurel. Der hat das gemacht, was der Chef von ihm wollte. Und hat, das fand ich auch sehr, sehr interessant, hat halt auch von den ganzen Filmgagen und Drehbucheinkünften überhaupt von den beiden 10% bekommen. 10% nur? Das wusste ich nicht. Ich hätte nicht gerne 10% gehabt, ja, von dem, was Harald... Also ich hatte nie... Ich kann bis heute nicht sagen, wenn... Bitte schreibt keine Kommentare oder ruft nicht an oder schreibt mir E-Mails. Wie viel hat denn Harald Schmidt da in den Arsch gesteckt bekommen pro Show? Ich weiß es nicht. Ja, sorry. Ich kann es nur vermuten. Und von dem vermuteten 10% habe ich nicht bekommen. Okay. Also von dem vermuteten habe ich vielleicht 1-2% bekommen. Na, mein. Also ich war sozusagen ein Sidekickchen. So, uns war aber eigentlich allen klar, als wir diese Show begannen, 95, so eine Show braucht einen Sidekick. So. Letterman hat seinen Bandleader, hatten wir ja schon, den Keyboarder Paul Schäfer. Also hat man Helmut Zerlett einen. Genau, Zerlett hat auch eine Zeit lang gemacht, ne? Zerlett hat, ja, aber das war so ziemlich klar, irgendwie so funzt das nicht. Also da gibt es irgendwie, ja, eben nicht diesen Flow, den es da bei einem Vorbild gibt. Jay Leno hatte seinen Bassisten als Sidekick. Man hat auch dann schon gesehen, David Letterman hat seinen Produzenten, der sitzt da an seinem Tisch, mit dem redet er, seinen Cue-Card, also der die Pappen hält, was zu sagen ist oder wie die Gags sind oder wie der Ablauf ist, mit dem quatscht er und die sind alle zu sehen. Und ja, jahrelang hat dann Harald das ohne Sidekick gemacht. Übrigens, um nochmal, ja? Aber gab es noch eine fiktive Figur? Es gab noch, du bist ja eine Kölsche Junge, es gab eine fiktive Figur, ja, die habe ich, ja. Aber vor der fiktiven Figur muss man ja noch die Frage klären, war Herbert Feuerstein ein Sidekick? Ja. Nein. Nein. Ja, also da wäre eher die Frage gewesen, ist Harald Schmidt Sidekick von Herbert Feuerstein gewesen oder Herbert Feuerstein Sidekick von Harald Schmidt? So. Nein, also die waren, also ich fand, die waren von der Rolle her gleichberechtigt. Total. Absolut. Auch wenn der Feuerstein immer einen auf den Deckel bekam, so wie bei Dick und Doof. Ja, aber sie waren gleichberechtigt. Sie haben auch meines Wissens die gleiche Gage bekommen, also 50-50, nicht 90-10. Und also aber das Tragische ist, dass Herbert Feuerstein ist ja auch jetzt schon leider tot. Aber der hat bis zuletzt, auch als ich mich mit ihm darüber unterhalten habe, eigentlich drunter gelitten. Er hat immer empfunden, dass er Moderator der Show Schmiteinander ist. Mhm. Er hat die ganze Sendung vorbereitet, er hat sich die ganzen Aktionen ausgedacht, er hat eine wahnsinnige Arbeit in der Show. Und wurde aber immer darauf reduziert eigentlich... Nee, er wurde auch in der Show natürlich irgendwie bei allem, was er sagen wollte, von Harald klein gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, er war nicht der Größte.
Und Harald hat da sein Ding gemacht. Ja. Aber das war das Lustige. Und dass das Lustige war, das hat Herbert Feuerstein bis zu seinem Ende sozusagen nicht verwunden, dass also seine Show von Harald immer zerstört wurde. Ja. Ja. Und aber du hast es eben schon angesprochen, ja, es gab, ganz interessant, ich hatte den auch schon längst vergessen, aber es gab Horst. Den Horst. Kannst du dich noch an Horst erinnern? Ja, dunkel noch. Also ich weiß noch, der war nicht dunkel, unsichtbar. Das war ein anderes Thema. Ja, der hat immer mit ihm gequatscht, ne? Irgendwie so war das noch, habe ich dunkel in Erinnerung. Also ich glaube, das war kurz bevor ich auf der Bildfläche erschien. Ich kann es gar nicht genau sagen, wann. Interessanterweise, wenn man das googelt und auch bei YouTube googelt, Harald Schmidt Horst, kommt dann nur... ja, man findet nichts. Ich habe eben Horst Schlemmer. Genau. Habe ich eben auch noch kurz gehört, also, weil ich mich auch noch mal erinnern wollte, aber habe auch nichts gefunden. Du siehst einfach nur eben diese Parodien von Harpe Kerkeling als Horst Schlemmer. Aber dass man da jetzt mal einen Ausschnitt sieht, also Fakt war, dass das, glaube ich, irgendwie dieser Sehnsucht von Harald entsprungen ist, sich mit irgendwem zu unterhalten. Und dann hat er sich halt mit, also mein Freund Harvey, gibt es ja einen berühmten Film mit Cary Grant oder Gregory Peck, ich verwechsel die beiden immer. So, und da ist auch irgendwie, ich glaube, es ist Gregory Peck, und da unterhält er sich immer mit so einem, der ist so ein bisschen, ja, und er unterhält sich immer mit seinem, ne, Harvey, das ist ein Hase. Aber der ist nicht, der ist nur für ihn zu sehen. Und aber für die anderen Leute, die wissen halt, okay, er trägt halt mit durch. Und, so. Und der Harvey von Harald war halt der Horst. Und das war begrenzt lustig. Also das Publikum war immer sehr irritiert. Ich kann mich ganz genau nicht mehr erinnern. Das war so ein paar Mal Horst, was sagst du dazu? Und er sagte natürlich nichts. Und ach ehrlich, fandst du auch nicht so gut. Mhm. Und sowohl das Team als auch das Publikum dachten so, dreht der Alte jetzt komplett durch. Und also ich glaube, das war die bessere Alternative, dass dann Harald irgendwann auf die Idee kam, ich brauche jetzt Menschen. Ja? Und dann haben wir lang hin und her überlabt und haben gesagt, na, die Aufnahmeleiterin, die wäre super, total natürlich, auch meine Frau, immer so dieses männlich dominierte Late-Night-Business, aber die wollte nicht vor die Kamera. Und wie sind sie dann auf dich gekommen? Nee, nicht sie, Harald. Wir haben uns einfach zu zweit beschlossen. Okay. Wir haben zu zweit unter vier Augen in seinem Büro gesessen und haben gesagt, der Chefautor Peter Rütten, über den haben wir auch schon uns unterhalten, der ist nur gut. Also wenn der da sitzt, dann will der selber Moderator werden. Dann ist es also ganz schnell die Peter-Rütten-Show statt der Harald-Schmidt-Show. Und da bleibst ja nur noch du übrig. Und ich so, ich. Ja, hast du Angst vor der Kamera? Nein, ich war groß, ich wollte mal Schauspieler werden. Ich war ganz groß im Schultheater. Pass mal auf, das mache ich schon. Naja, und dann haben wir das irgendwie so eingefädelt. Ja, und das war ja dann doch dieses Prinzip so erfolgreich, dass wir das ja dann auch ausgeweitet haben. Ich meine, dann gab es ja plötzlich, auch wie bei Letterman, sehr, sehr viele Sidekicks. Haben wir auch schon darüber geredet. Der scharfe Sven und Susanna, genau, über die noch gesondert beim Thema Wichteln zu reden sein wird. Und Helmut ist ja dann auch plötzlich wiedergekommen. Ja. Ne? Also das war wirklich ziemlich großartig. Ja, und dann war ich weg und dann kam er. Ja, aber über ihn sprechen wir, das ist das Thema, also wir waren ja jetzt dankenswerterweise Gäste in der großartigen Podcast-Schmetterling. Das war übrigens ein fantastischer Abend, fand ich. Ne? Das also hat total Spaß gemacht. War absolut genial. Ja. Ne? Und die Jungs haben... Auf jeden Fall mal reinhören. Ja, also nicht nur in die Folge. Nee, genau. Fantastischer Podcast, Schmetterlinge im Kopf. Ja, die beiden sind doch auch... Ja, Jo und Steffen, wir hatten großartigen Spaß und haben eben hier über unseren Podcast gesprochen, über die alten Harald-Schmidt-Zeiten. Und da kam auch immer, das ist schon so ein Thema, was die Leute bewegt, Oliver Pocher, ne? Ja. Ja. Thema, ne? Aber ich würde jetzt mal sagen, also auch jetzt hier diese Folge kommt jetzt nah an ihr Ende.
Ja, leider. Aber wir machen das Fass eurer Epoche noch nicht auf, sondern es kommen ja jetzt noch die Sidekicks, also weil Oliver Pocher war auch kein Sidekick. Nee. Also die Show hieß Schmidt und Pocher und das war halt einfach, ob das gleichberechtigt war, diskutieren wir, wenn das Thema dran ist. Ja. Aber es war auf jeden Fall keine Sidekick-Rolle, definitiv nicht, sogar eher umgekehrt, auch darüber wird zu diskutieren sein. Übrigens auch schon nächste Folge, wenn es um die Sidekicks geht, weil das kann ich ja schon mal spoilern, Harald Schmidt wäre auch am liebsten Sidekick gewesen. Ja, tatsächlich. In seinem Leben. Ja, echt, tatsächlich. Ja. So. Und dann gab es ja dann doch noch ein paar Sidekicks nach mir, muss man schon mal so sagen. Ne? Aber das hören wir. Besprechen wir einfach in der nächsten Folge von About Schmidt Show. About Schmidt Show mit. Ich habe den Namen gelernt. Mit Antrag. Und neu. Ja, fantastisch. So sieht's aus. Bis dann.